Als Recruiter erfolgreich auf LinkedIn, Part 15 von X. Wenn du eine Antwort bekommst, bist du in der nächsten Stage. Versuche nicht direkt die Bewerbung zu bekommen, sondern versuch erst eine Reaktion zu bekommen. Step 1. Step 2 ist die Interaktion. Step 3 ist dann tatsächlich das Gespräch. Und Step 4 ist dann erst die schlussendliche Bewerbung. Das heißt, versuch nicht, die Stages zu überspringen, auch wenn einer schreibt, nein, ich habe kein Interesse, ist das eine Reaktion? Und du musst sagen, gut, ich bin mit dieser Person in der nächsten Stage. Das heißt, ganz, ganz wichtig, nicht dann enttäuscht sein oder sagen, doof oder ja, dann melden Sie sich bei Interesse oder sowas, sondern versuche den menschlichen Austausch mit dieser Person zu gehen. Du hast es mit Menschen zu tun und in 2 Wochen, 3 Wochen, 5 Wochen, wenn sein Chef oder die Chefin was Blödes sagt, erinnert er sich an dich, aber nur dann, wenn du normaler Mensch zu dieser Person warst und nicht dieser, schick mir deine Bewerbung.